Ja, lass mal. Kein Schaden. Super. Der muss weg, der muss weg. Gott, ein Spawner ist kaputt. Puh. Dich reparieren. So. Okay, mehr Muni für euch alle. Okay, und runter. Flammenwerfer ist super. Was? Ah! Flammenwerfer-Muni habe ich eingelagert, damit ich mir Sachen von oben holen kann. War was, hm? Na, wieder runter. Sauerstoff. So. Turm. Weg und Forschung ist durch. Gut, ich will unbedingt Sauerstoffverbrauch und so. Komm, weg mit dir. Ah, es gibt gute Artefakte. Research nochmal. Weg mit euch, Zerglings. Kommen zwei Hydralisken, die sind schon garstiger. Halten aber auch nicht so viel aus. Auch noch weg. 16 Sauerstoff nur noch. Ich denke, ich sollte mich langsam verabschieden hier. Nimm die mal mit. Ja, komm, hau ab. Hau ab, schnapp das noch. So. 14 Sauerstoff. Ja, go, go. Nochmal. Haben wir zwar gleich keine roten Tränke mehr, aber das ist egal. Dann hält das wenigstens mal länger. 13. Das ist eine ganz schöne Strecke bis zum Sauerstoff, oder? Wie? Ich sterbe jetzt da dran. 12. Mi. Kann ich irgendwas machen, was mir hilft? Nein, wahrscheinlich nicht. 11. Ich kann immer weiter das forschen. Wir haben keine Tür hier unten. Ich brauche unbedingt Tore gleich. Nee, nicht jetzt. Sonst vergeht die Zeit vielleicht im Crafting-Menü und dann sterbe ich da, das wäre auch doof. Hier, lauf auf den Fließband, lauf hoch. Mist, untenrum. Aber ist okay. Wir haben noch 8 Ticks. Das passt. Gut. So. Und mal wieder kein Essen. Jetzt brauchen die Dinger schon grüne Tränke. Okay, das sollte dann erstmal reichen. Fischi? Ich brauche Fischis. Komm her, du Bastard. Will dich doch bloß fangen und fressen und in eine Maschine stecken, um Essen draus zu machen und so Dinge. Bau doch gleich einen Landfill hin. Okay. Kurze Fischfangaktion, sonst verhungern wir. Da ist auch keiner drin. Da ist einer. Hab's. Da vorne haben wir auch noch einen gesehen. Genau dich. Hab's. Nix da. Gut. Das sollte jetzt erstmal eine Weile reichen. Wie viel haben wir? 500 und da 1000. 1500 Stück. Ja, das reicht definitiv. Müssen ziemlich große Fische gewesen sein. Stelle ich aber nicht in Frage. Das ist völlig okay, so wie es ist. Du hier. Nimm eine Kiste. Tu das da und so. Und hier. Mach sogar mal eine blaue Kiste draus und fordere einfach das Zeug direkt an. Ist, glaube ich, einfacher. So. Dafür war die Kiste eigentlich schon mal da, ne? Ja, ich denke schon. Egal.
Also, wir haben Gatling-Munition, wir haben Flammenwerfer-Munition, wir haben eine Rüstung, die funktioniert, wir haben gleich volle Tank-Typ. Sachen. Tanks? Ich glaube Tanks. Also Mehrzahl von Tank. Sind Tanks? Muss irgendwie an Panzer denken und nicht an Sauerstofftanks. Aber ja, es klingt okay. Geh wieder runter zu der doofen Basis, die wir aber schon mal ein wenig weich geklopft haben. Und jetzt mit dem nächsten Angriff sollte sie eigentlich fallen. Und das ist nicht mal eine sonderlich große. Also verglichen mit der da zum Beispiel. Die ja auch noch immer weiter wächst. Das wird echt unsere Nemesis werden, die Basis da oben. Alles andere können wir nach und nach immer wieder klein klopfen und klein halten. Aber die da hat einen kritischen Punkt erreicht, die wir nicht mehr kaputt kriegen. Außer ich mache halt richtiges Tower Crawling. Das hier ist schon grenzwertig. Mit diesen kleinen Außenposten. Aber das kann man ja noch weiter treiben. Dass man einfach immer ein Feld vorrückt, solange bis die Türme direkt neben den Spawnern stehen. Und dann, ja, ist das quasi ein Instant Win. Egal wie stark es ist. Aber das wollte ich ja vermeiden. So, haben wir eine neue Königin. Was ist das da? Das war... Kolonie. Wow, hallo Königin. Das ist da eine Kolonie. Was macht eine Kolonie? Das Ding hat 80.000 Lebenspunkte. Das wird lange dauern mit dem Flammenwerfer. Ja, ich denke, die Riesenbasis da mit 80.000 Hitpoints, die werde ich gar nicht erst versuchen zu knacken. Ich prügel lieber die kleinen Sachen da drumherum kaputt. Und mach die Basis kaputt, wenn... Oh, shit. Mach die Basis kaputt, wenn ich nochmal Munition geholt habe. Was haben wir da noch? Das ist der Hydralisken-Den, der muss unbedingt weg. Schnell, 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 rumschwenken. Schnell, 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 schnell. Okay. Was sind das da für Bäume links? Egal, nicht ablenken lassen, muss Zerg töten. Die Sache einsammeln. Da sind Türme, da ist noch eine Kolonie, da kommt jetzt ganz viel Kleinkram. Gut. Du weg. Du weg. Die geben allerdings keine Alien-Artefakte. Das ist schade. Also weder die Türme noch die Kolonien. Das heißt, es fehlst nur noch du. Da unten kommt gleich wieder irgendwas her. Wie weitläufig ist diese Basis? Ja, von hier unten irgendwo. Und da kommt was angehüpft. Das sind Scouts, oder? Ja, Zirkling-Scouts, die hier patrouillieren. Wie geil. Aber gut. Ich denke nicht, dass die hier reichen werden für 80.000. Ich kann ja mal draufhalten und gucken. Erstmal kann ich das hier machen. Aber es macht fast gar nichts. Und alle Waffen haben einen Timer. Also die Idee, die vor ein paar Folgen mal aufkam in den Kommentaren, dass wir ja drei Raketenwerfer in die Slots unten packen und dann zwischen hin und her cyclen, während einer nachlädt, klappt nicht. Und sieht man daran, dass ich jetzt zum Beispiel nicht geschossen habe, auch gar nicht mehr Flamme verschießen kann. Was schade ist. So. 10.000 ist schon mal weg. Ich behalte gerade meine Tanks so ein bisschen im Auge. Könnte fast hinhauen, oder? Ja, ich denke, das kriegen wir noch hin, denn ist das komplett zerstört. Und als nächstes könnte ich dann die Basis westlich von uns, wo ich gerade nicht hinzeigen kann auf der Minimap, weil denn der Flammenwerfer woanders hinschießt, die Basis da am Westen versuchen. Allerdings auch wieder mit einem kleinen Außenposten davor an Türmen. Wobei ich ja jetzt schon 15 Alien-Attrakte habe. Das heißt, ich könnte drei Grinder bauen. Damit könnte ich meine Eisenproduktion einigermaßen verpulvern. Also, zu Pulver umwandeln, um halt mehr Eisen rauszubekommen. Alternativ könnte ich auch in Richtung Power-Rüstung gehen. Weil ich habe ja schon so oft erwähnt, dass ich genug Eisenerz eigentlich habe. Das macht ja nicht wirklich viel Sinn, jetzt doch auf Eisenpulver zu wechseln. Weil hier ist ja auch überall Eisen. Und hier Richtung Süden müssten wir auch einigermaßen expandieren können, weil ja keine große Basis da ist. Das Einzige, was uns auffällt beim Expandieren, ist die Basis im Nordosten.
Ich hoffe, 80.000 ist die letzte Stufe. Wusch. Gibt auch nur ein Alien-Artefakt. Boah, knauserig, knauserig. Aber na gut. Forschung. Was kostet die Power? Aber dafür brauche ich erst die Modulare. Für die Modulare brauche ich blaue Chips, die ich noch gar nicht habe. Okay. Mach mal Speed von Robotern. Blaue Tränke sollten 50 inzwischen da sein. So, Türme sack ich ein. Mauern weiß ich nicht, ob ich die mitnehmen will. Ich sollte es wahrscheinlich... Oh, kein Platz. Okay. Hat sich erledigt. Die Basis muss ich irgendwann anders abreißen. Ah, schön viel Öl. Also mittelfristige Umbauaktion. Der See wird da zugemacht, damit wir Mauern rüberbauen können. Der See wird zugemacht. Das hier wird irgendwie begradigt, damit ich eine richtig schön große Steam Engine Anlage da bauen kann. Dann wird das erweitert nach... Ja. Ja, nach da und dann runter und der gesamte See hier wird aufgeschüttet. Ich will kein Wasser innerhalb meiner Basis haben, wo dann irgendwelche Zerglinge durchschwimmen können. Weg. Ich sollte diese Water Begone Dinger bauen, ne? Aber dafür werde ich nicht genug Landfill haben. So. Habe ich noch Mauerstücke? Hier. Mach zu. Gut. Weiter rein. Also, Munition schmeiße ich mal hier in Kisten, weil wenn ich jetzt hier töten gehe, ist das meistens im Süden. So. Dann schaue ich mal zur Forschungsanlage, wie viel blaue Tränke, grüne Tränke wir überhaupt haben. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Ich kann gleich weitermachen mit Strom. Schick. Bau dich dahin. Und dich dahin. Wie viel sind das eigentlich immer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 6, 36 Stück. Also fast ein Stack pro Ding. Und da ja zwei Stacks fast vorrätig waren, sollte das hinhauen. Wobei es mehr Solarpanels sind als Akkus. Was aber auch ganz gut passt, weil wir nicht so viele Akkus haben. So, Tränke. Ich sehe nicht viele hellblaue Tränke. Das liegt an Batterien, die nicht angeflogen kommen, weil sie nicht einsortiert werden. Aber keine haben. Was? Oh. Ich sollte noch eine Zahl setzen. Setz mal auf 4. Ah, 200 reichen. Set. So, jetzt werden die paar schon mal einsortiert, das ist gut. Allerdings bräuchte ich auch mehr. Woran hapert's da? Sind die Eisen- und Kupferkisten ausgelaufen oder ist es wieder nur die Petroleum-Sache? Ich dachte, das hätte sich eigentlich gegessen, jetzt wo wir... Ja, Petroleumgas ist voll. Es fehlt Eisen. Okay, das heißt, die Eisenkiste ist ausgelaufen, das war alles. Die da. Hier... Gib mir her. Als Notgroschen. Hm, was haben wir da an Eisen? Jo, auch hier damit. Oh, Fehler gebaut beim Eisen. Es kommt kein Eisenerz unten an. Das würde auch sonst gleich zum Problem führen. Mach bitte da. So. Okay. Hätten wir auch. Was wollte ich jetzt hier? Ich wollte Eisen einschmeißen für die Seite. Genau. Das heißt, du nimmst das jetzt, machst daraus Batterien. Schneller. Dann wird Schwefelsäure verbraucht Schwefel verbraucht Petroleumgas wird frei, also kann hier weiter Leichtöl und Schwefel produziert werden, wodurch die Fuelblocks produziert werden, wodurch wir nicht Stromprobleme bekommen. Und der Puffer hier sieht gut aus. Ja, sauber. Das heißt... Warte mal, die Anlage hier ist die komische Anlage, ne? Wo ist die schöne Anlage, die ich gerade angefangen habe vorzubereiten? War hier unten irgendwo, ne? Genau hier. Die da werde ich abreißen. Und dafür werde ich hier eine sehr große Anlage aufbauen. Also das wird alles zugeschüttet. Und hier komplett lang kommen die Pumps. Das heißt, wir haben dann 3, 6,
9 rein A5 Dimensions. Eventuell sogar 6, wenn ich das hier auch noch wegmache. Und ihr da unten habt keine Poles, das heißt, es sind keine Poles im System. Au. Ja, das ist laut. Putze, putze, putze. Was auch noch eine der vielen Sachen ist, die ich machen muss, nämlich die Fabriken aufbauen, dass sie wieder Sachen automatisieren durch Roboter. Also einfach nur Fabrikkiste, Fabrikkiste, Fabrikkiste. Nach dem Muster aus der letzten Staffel. Um denn sowas wie die Poles und anderes Gedöns zu automatisieren. Dann können wir auch nach und nach das Ding hier abbauen. Aber das will ich ehrlich gesagt erst machen, wenn wir wesentlich mehr Roboter haben, sie mehr Roboter-Speed haben und mehr Traglast. Weil so wird das nichts. Gerade Draht und grüne Chips mit Robotern, da brauchen wir, keine Ahnung, 800 Roboter oder so, die schnell sind. Und keine 100 oder die, was wir jetzt haben, die total langsam sind. So, Speed wurde einmal erforscht, das ist gut. Zweites Mal eher nicht, weil wir noch nicht genug blaue Tränke haben. Also ich müsste jetzt irgendwas erforschen, was nur grün braucht, wie zum Beispiel das hier. Oder mal andere Muni. Braucht auch lila. Oh Gott. Hellblau. Die Mine wollte ich auch irgendwann erforschen, damit wir an dieses Illyrium rankommen. Was wir brauchen, eine Power Source zu bauen. Ja, für Laser. Laser klingt eigentlich super, wenn der Mod-Autor mich nicht gewarnt hätte, dass in dieser Fan-Version, was ja nicht seine Version ist, dass die buggy sind. Kilojoule. Ja, vielleicht wurden die Bugs ja auch behoben. Ich werde mal in den nächsten, also zwischen den nächsten Folgen schauen, ob es eine aktuellere Version von Hardcoreo gibt, die ich aber auch mit diesem Speicherstand benutzen kann, wo das denn soweit alles gefixt ist. Ja, Cody, bis gleich.